Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Rogue Galaxy. Zweiter Turm, dritter Stock. Klingt fast wie ein Kapitelabschnitt oder sowas, aber nein. Wir sind in einer Ruine, einer großen Ruine, die komplett zerstört eigentlich in Trümmern liegt. Allerdings sind das, meine ich, immer nur... Also entweder waren es wirklich die Teile des jeweiligen Turmes oder... Es waren die Verbindungsstücke zwischen den beiden Türmen, denn verbunden sind sie auch noch interessanterweise. Na. Dass ich halt nie eine Ahnung habe, wo was ist und wo ich bin und was ich eigentlich mache. Wir klettern aber erstmal den Turm hoch. Und von da aus gucken wir dann mal, was weiter abgeht. Es gibt hier einen NPC, den ich auf jeden Fall treffen möchte mit euch. Aber da gucken wir halt mal, wann wir den treffen, wie wir den treffen, etc. pp. Oh, die Gegner sind tot. Ist das traurig. Oh, Siegesonfsphäre. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, unsere Hauptaufgabe besteht natürlich darin, jetzt den Hauptausgang hier zu finden. Oder was heißt den Hauptausgang? Den Hauptaufzug? Keine Ahnung. Warum gab es nicht so einen Aufzug mitten in der Mitte? Das wäre viel einfacher gewesen. Wahrscheinlich deswegen nicht, aber ich meine trotzdem, es wäre sehr praktisch gewesen. Auch für die Prinzen dann theoretisch, oder nicht? Die hätten doch dann einen Aufzug gehabt. Ein Aufzug für alle, so nach dem Motto. Das ist so ein Schlüssel. Damit. Kriegen wir noch, aber... Zweiter Turm, vor der Tür zur Verbindungsbrücke, dritter Stock. Ja, hier haben wir die Verbindungsbrücke zum Beispiel. Das ist das, was ich meine. Da unten ist Rad, das ist der Turm, mit dem wir angefangen haben. Hier gehen wir jetzt in den nächsten Turm rein. Also in den anderen Turm. Das ist der erste Turm. Dritter Stock. Ja, und so wechseln wir dann halt zwischen den Türmen sogar noch hin und her. Was ich schon faszinierend finde, muss ich sagen. Das ist eine verflucht gute Idee, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir richtig sehr. Richtig sehr, gar nicht geil. Und dann knuddel ich... Ja, nein. Nein. Bleh. Ja, aber ich mag diese Idee der zwitschenden Gebiete, muss ich sagen. Wir haben hier, glaube ich, auch jeweils andere Gegner, die vom Gegnertypus her dieselben... Warum ist da jetzt ein G auf der Brücke eingezeichnet? Ach, eine Ebene weiter unten, okay. Alles klar. Wie auch immer. Ich habe mich jetzt nur gewundert, warum da ein G eingezeichnet ist. Scheinbar irgendwie eine Ebene weiter unten. Wie auch immer das funktioniert. Vielleicht finden wir das ja noch heraus. Sieht hier übrigens so aus, als wäre das mal aus Gold gewesen. Oder hätte theoretisch aus Gold bestehen können. So ein bisschen. Okay, vielleicht haben wir hier nicht ständig solche Gegner, die dasselbe sind wie im anderen Turm, aber... Die Grundidee ist, wir haben auf jeden Fall auch noch andere Gegner hier drin. Schmiere. Irgendwie das Symbol für Schmiere sieht für mich immer aus wie eine Waschmaschine. Und ich frage mich dann immer, warum eine Waschmaschine? Das macht keinen Sinn. Aber, hä? Wo geht's denn hier lang? In eine Sackgasse! Haha, ja. Eie. Als hätte ich es nicht geahnt, dass ich mich hier wieder... Ja gut, verlaufen kann man nicht sagen, weil wir immer noch weiter vorangehen, aber... Ich komme mir so vor, als wäre ich hier irgendwie mich am Verlaufen. Da redet er echt wie ein Badass, ne? Ich zeige, ich habe kein Mitleid mit denjenigen, die sich mir entgegenstellen. Buah. Immer ja nur. Dunkle Musikbox. Ich glaube, das war noch ein Item, was ich mal wieder im Enthüllungslos nutzen müsste. Aber ich kann mich auch erinnern. Warum nicht? Warum würdest du hier nicht wieder hinkommen wollen? Hier ist Wasser. Hier ist... Was war das? Fast so, als wäre mein Sprung geglitscht gerade. Nein, lass das arme Irrlicht in Ruhe und attack.
Ja. Danke sehr. Es ist furchtbar anstrengend manchmal. What the heck? Ja, gute Frage. So, wir haben hier den Stern. Allerdings, das kennt ihr ja, sind wir jetzt gerade noch auf der falschen Ebene, um überhaupt irgendwas damit anfangen zu können. Scheinbar ist selbst das hier nicht die richtige Ebene, so gesehen. Merkwürdig. Oh toll, drei davon. Yay. Ich finde ja so, so toll, da kämpfe ich gerne gegen drei gleichzeitig davon. Ich könnte natürlich wieder sagen, ich übertreibe, aber ich mag die Gegner wirklich nicht. Soll das eine Kritik an meinem Führungsstil sein, Steve? Wirklich? Fangen wir jetzt damit an. Was mich irgendwie mehr beunruhigt... Ist hier Wasser? Okay. Naja, das ist so... Naja, überhaupt nicht vernünftig erkennbar, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich mich so darüber gewundert, dass hier Wasser sein soll. Schatzruhen! Yay! Ich erkenne... Ist hier immer noch Wasser? Ja. Ich wurde ja schön wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, aber ja, Tatsache, da ist auch noch Wasser. So. Habt ihr das gesehen? Ich kann auch richtig kämpfen, ohne meine komischen Todesfähigkeiten, Skills der Vernichtung. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe, du komisches Mistding? Wo warst du? Ich habe ja heute ist der Tag, an dem ich den Part hochgeladen habe, den wir im Dschungel nach Jagdmünzen gesucht haben. Ja, da hätte ich ihn ja gut gebrauchen können eigentlich, aber da war er ja nicht da. Ich weiß gar nicht, jetzt ist glaube ich wirklich der Punkt, an den Jagdmünzen völlig irrelevant werden. Was irgendwie an sich recht traurig ist. Aber naja. Ich weiß gar nicht, wenn... Ob das, also das ist Rückkehr Babylons. Das ist der große Cäsar auf dem Höchststand. Was mich immer nur wundert, ist die Tatsache, wollen sie, dass ich eine Level 30 Waffe zu, Waffe zu dem Zeitpunkt hier tatsächlich habe? Weil die ist dann doch irgendwo arg schwächer als das, was ich haben kann. Dich habe ich gesucht, Selma! Ich bin ein Mitglied der galaktischen 7-Stern-Schwert-Forschungsteams. Wir suchen das legendäre Schwert und erforschen die uralten Ruinen. Kristen Ark, der Mann, der als bester Raumschifftechniker der Galaxie galt, soll ebenfalls hinter dem Schwert her sein. Er hat die Ruinen umrundet, genau wie wir. Der Name des Freundes, der ihn auf seine Reisen begleitet hat, taucht mehrmals im Buch auf, das er zurückgelassen hat. Er hatte einen seltsamen Namen, irgendwas mit Dorgen. Oh mein Gott. Das ist doch dann... Das kann nicht sein. Wenn der so ein Schwert hätte, dann hätte er es uns doch bestimmt gegeben. Stimmt's? Stimmt's? This isn't good. Was ist hiermit? Ist das ein Rufzeichen? Soll das ein Ruf... Ist, oder ein... Aktivierungszeichen? What the fuck? Müsste nicht so ein komisches Ding stehen da? Was steht denn hier? Erster Turm, dritter Stock, Aufzug aufwärts. Boah. Dann gehen wir mal gucken. Let's keep on climbing. Dorgen, ha? Huh? Okay. Schon faszinierend, wenn da tatsächlich Dorgen... Irgendwas. Reibt es euch selbst zusammen, aber ich glaube, ihr seid definitiv nicht so doof und versteht das nicht. Es ist... Na, wer das sein soll. Soll der mal das Schwert haben, dann werde ich es ihm abjagen gehen müssen. Eisenwürfel. Schön. Habe ich zwar 99 Stück von. Weil die werde ich definitiv nie wieder nachkaufen müssen für eine Erfindung. Da habe ich einfach für gesorgt. Das liegt einfach daran, dass ich keinen Bock mehr hatte. Höllenleiche. Sind die
die dann höllisch oder kommen sie aus der Hölle oder was macht so, was macht eine Höllenleiche aus? Keine Ahnung, warum ich da überhaupt drüber philosophiere, aber trotzdem. Inwiefern macht das Sinn? Das wäre der Weg kaputt. Also der Aufbau ist natürlich hier so ein bisschen... Ohne den Machern irgendwas Schlimmes zu wollen, aber der Aufbau der Ruine selber geht so ein bisschen in Richtung... Copy-Paste. Wir nehmen diesen Teil der Ruine und packen ihn hier oben nochmal hin. Tada! Bin ich da irgendwie sauer drüber? Nein. Mir fällt es halt nur so ein bisschen auf beim Durchlaufen natürlich, ne? Dass sich hier alles irgendwo wiederholt. Todesgold, das bist du, dich kennen wir ja noch. Sehr schön. Hat doch prima funktioniert. Ja, jetzt ist er bald auch wieder fertig mit der Waffe, also können wir auch da wieder demnächst schon wieder den Schussstrich ziehen. Aber da hatten wir mal Digo dabei. Yay, Digo. Sag ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob ihr Digo toll fandet, aber da ist dann nur mal Digo. Was ist mit einer Prinzessin und dem Land? Ha? Kann ich auch missverstanden haben. Klang nur so irgendwas wie, was ist mit der Prinzessin und der Ökonomie des Landes? Hä? Ich weiß, hab keine Ahnung, was er da gesagt hat. Okay. Chaos Ship. Ich meine, das war auch das, was ich für diesen Chaos-Klopper brauchte, ne? Da kann man ja sich am Namen irgendwie zusammenreimen. So, einmal schön anordnen. Dann nehmen wir Toadie. Aber, ja, wir kombinieren nicht sofort, wir untersuchen erstmal, weil das irgendwie für eine... Ja, nicht für ein Achievement wichtig ist. Aber... Olympiaschatz. Kampfreißzahn. 0G-Wächter. Okay. Was ist hiermit? Mit dem Sturmrufer? Olympias. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll mit so einem Achievement, aber theoretisch stand da irgendwas von wegen, man solle insgesamt 100 Waffen untersucht haben und so und so viele Enthüllungsfüße Waffen vernünftig fusioniert haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Seht mich nicht so an, ich weiß es nicht. Schick, schick. Mit extrem starken Riesenraketen. Okay. Ja, doch, das Schwert gefällt mir, das hat was. Und mit Schwert meine ich... Axt. Was zum... Achso, den Teil habe ich entdeckt, weil ich da unten lang gelaufen bin irgendwie. Okay. Alles klar. Hängeschlappen. Ah, dann kann ich theoretisch Kisala wieder mit reinbringen. Woohoo! Oder so. Wir müssen cool bleiben, ja. Erster Turm, vierter Stock. Aufzug. Wie bin ich doch hergekommen? Dammit. Jetzt habe ich eine Runde gedreht hier. Verdammt nochmal. Also wenigstens ist es ausgeschildert. Sonst würde man in den Aufzug steigen und wäre so... Aha! Ich habe einen Aufzug gefunden. Und fährt dann wieder runter. Trotzdem irgendwie... Na? Irgendwie so... Nicht so toll. Aber was soll's. Wir gehen jetzt einfach geradeaus. So gesehen. Sobald wir um die Ecke kommen, aber dann geradeaus da. Und dann geht das schon irgendwie. Irgendwo werden wir ankommen. Dadurch, dass ich natürlich zwei Türme hier mehr oder minder
ich sag mal, gleichzeitig untersuchen muss, habe ich das Gefühl, ich mache recht wenig Fortschritt. Und das, obwohl ich ja wohlbemerkt natürlich überhaupt nicht nach Schatzruhen suche hier, ne? Ich bin ja mehr oder minder nur am Durchrennen. Ich bin nur froh, dass ich diesen einen Forscher getroffen habe, denn das war sehr wichtig, um eine weitere der 7-Sternwaffen zu bekommen. Auch noch eine der etwas einfacher zu bekommen dann. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Rechts oder links? Wahrscheinlich links. Wenn der Weg hier straight... Oh ja, das war gut. Wenn der Weg hier straight forward wäre, hätte ich natürlich eher das Gefühl, ich würde sehr viel Fortschritt machen. So ähnlich wie in der Dschungel... Also in der Leo-König-Ruine. Da konnten wir ja wirklich tatsächlich einfach nach vorne rennen und dann hinterher die Schatzruhen einsammeln. Hier, selbst wenn ich nur nach vorne renne, hinterher die Schatzruhen einzusammeln, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Eieieiei. Es waren Leichen. Ich meine nur, also... Die werden sich dabei nichts gedacht haben, außer fressen hier, ne, oder so ähnlich, keine Ahnung. So, das führt in eine Sackgasse, aber ich möchte zwar eben gucken, ob dann hier eine Schatztruhe liegt, weil dann kann ich mir wenigstens den Weg hinterher nochmal sparen. Trotz allem ein sehr dunkler Büffel. Okay. Ein sehr verwirrender Dungeon irgendwo. Mit den ganzen Monstern, die ich theoretisch noch dann jagen müsste, da die weit weh. Könnte ich bitte wenigstens noch einen Aufzug finden? Da bin ich schon mal Stock 5. Das wäre doch was. Wobei ich nicht mal mehr weiß, wie hoch die Dinger waren. Bestimmt 6, 7 Ebenen irgendwie so. Dann mal den Aufzug. Geht doch. Das Spiel hört auf mich. Vor allen Dingen war aber auch der Punkt einfach da. Ja, Steve braucht so langsam wieder ein paar FP und ohne Items benutzen zu wollen, sollte ich mal so langsam hier zu einem Speicherpunkt kommen. Ja. Hier geht's dann wieder eine Ebene nach oben. Also holla die Waldfee, Stufe 5 oder Ebene 5. Der fährt immer noch nach oben. Ich frage mich, wo das... Warum? Wieso fragt man sich, wo das ist? Das ist Turm Nummer 1, 5. Stock. Ganz einfach. Punkt aus Ende. Gibt's denn da noch zu großartig zu sagen? Sternohrring. Besser als gar keinen Schatz, aber... Warum stellt man das hier hin? Das war eine andere Frage. Warum? Damit sie Helden finden können. Ja, aber... Warum nicht... Irgendwas Seltenes? Was Seltenes, ja. Perfektes Elixier. Das ist das, was ich meine. Ist schon irgendwo... Ich sag mal, dieses Gefühl von Belohnung, ein bisschen besser. Ein bisschen größer, ein bisschen besser ausgenutzt, ausgereizt. Statt einen Sternenohrring, den ich wahrscheinlich eh nie benutzen werde. Ein perfektes Elixier? Irgendwann vielleicht mal. Auf alle Fälle kann ich sagen, die Gegnerauswahl hier ist nicht verkehrt. Der einzige Gegner, der bisher Probleme macht, ist Typ G. Und abgesehen davon sind alle Gegner relativ einfach auszuschalten. Das finde ich echt nicht verkehrt. Nur, dass ich eben keinen Schaden nehme und deswegen Heil-Items ein bisschen irrelevant erscheinen. So,
So, hier müsste jetzt auch nochmal ein Schatz sein dann. Den haben wir ja gerade wenigstens von der einen Ebene gesehen. Leitendes Flüssigmetall. Das ist mal was ganz anderes. Das finde ich gut. Was ganz anderes. Hatten wir bisher noch nicht. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Oh, wir kommen wieder zur nächsten Verbindungsbrücke. Das ist dann ein guter Ort, um ein Päuschen anzulegen. Ich wollte schon sagen, so langsam würde ich mal gerne ein Päuschen anlegen für den Part, aber ich weiß nicht wo und ich würde gerne einen vernünftigen Ort suchen, aber das hat sich ja gerade erledigt. Siegesonsphäre, sehr schön. Mit Cutscene enden wir dann sogar. Wow, das hat doch was. Oh nein. You again. Ah, fuck. And you, I see. Using the king's powers to persuade those idiot princes. What's your point? I would gladly handle that task in your stead, if you please. Forget it. Then let us play. After all, I have plenty of time. Damn it! Okay, okay. Ich denke mal, das ist meine eigene Schuld, aber... Ja, so langsam würde ich mal sagen, sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir eigentlich gegen diesen Typen ohne Probleme gewinnen könnten. Relativ ohne Probleme, sag ich mal so. Aber ihr könnt euch allerdings vermutlich denken, das Spiel wird uns hier immer noch nicht gewinnen lassen. Das ist einfach nicht die, ich sag mal, richtige Kulisse dafür. Aber ja. Das ist das Problem. Wenn es nicht die richtige Kulisse ist, dann darf ich es nicht machen. Kennt ihr ja. Aber trotzdem, ihr seht, er hat schon die Hälfte der Energie eingebüßt. Das müssten wir gewinnen können. Aber wenn das Spiel mich unterbricht, dann wird das wieder nichts. Es sei denn, es will mich nicht unterbrechen und ich liege hier gerade falsch und es ist kein gescripteter Kampf. Dann vernichten wir jetzt Seed. Once and for all. Oh, ich darf gewinnen. Ich darf gewinnen. Goddammit, Spiel! Fuck you! You could stand a little more practice. A pack of incompetent fighters is far worse than one. Fine then. Take me on instead. Huh? Holy crap. Desert Claw! He's got superhuman speed. No. His powers aren't human at all. So, what about it? You yourself are something special indeed to be fighting with me on the same level. I shall withdraw. I am not foolish enough to know the risks and fight anyway. Ready. Thanks. Stay alert. You never know what Datron has up its sleeve. Damit verlasse ich euch, Leute. Damage-Spiel. Das war eine Hoffnung hochgetrieben. Auf Wiedersehen und tschüss.